Und damit hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Resident Evil 3, dem Remake. Ich bin jetzt auf Fortfahren gegangen und sehe gerade, ich habe die meisten Sachen, die ich eingesammelt habe, noch hier drin. Ich schaue mal eben um die Ecke. Ne, hier die Sachen hat der noch nicht eingesammelt. Okay, da müssen wir das alles nochmal neu machen. Aber wir sind auf jeden Fall hier wieder ausgekommen. Ich weiß nicht, warum der jetzt gerade hier gespeichert hat. Was natürlich jetzt nicht schlecht war. So, das hatten wir ja kombiniert aufgrund des Mangels an Platz. Das Memo hatten wir ja in der letzten Folge schon durchgelesen. Das werden wir auch nochmal eben kombinieren. Also, hier auch nochmal mein Tipp, wer die letzte Folge nicht gesehen hat. Diese komischen Viecher, die uns gleich begegnen werden, die können definitiv... Achso, ich sollte vielleicht mal... nein, ich sollte vielleicht auch die richtige Taste drücken. Die sollten definitiv immer angeschossen werden, weil wir haben es eben versucht, an denen vorbeizulaufen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Wir wollten ja auch demjenigen, der das Memo geschrieben hat, nicht vertrauen. Er hat ja schon gesagt, dass die Leute bei lebendigem Leib gefressen werden. Ja, da haben wir ja nicht so drauf gehört, ne? Wir müssen jetzt... Müssen wir jetzt nochmal in die Ecke? Ich weiß es jetzt gar nicht. Es gab da Schrot. Haben wir die Rot jetzt schon? Ne, die haben wir noch nicht, weil wir hatten kombiniert und haben dann die Schrot geholt, glaube ich. Okay, also da müssen wir jetzt wirklich ganz, ganz vorsichtig sein hier. Da, wo die Löcher sind, glaube ich, können die wohl immer rauskommen. Ich vertraue jetzt mal da drauf, das ist zu. Dass das jetzt so ist wie beim letzten Mal und jetzt hier nichts passiert. Nee, ich möchte gerne die andere haben. So, das Schießpulver. Das hatte ich letztes Mal liegen gelassen, genau. Dann haben wir hier die Flintenmunition genommen und wir haben das gesehen. Sonst war hier nichts. So, dann wollten wir eigentlich wieder zurück zum Speicherraum und da speichern. Das ist ja dann doch etwas in die Hose gegangen. Ich hoffe, dass es jetzt besser geht. Also ich darf nicht durchlaufen, muss ich auf... Oh, ich dachte gerade schon. Ich darf nicht durchlaufen und muss auf jeden Fall gucken, wenn die rauskommen, dass ich schieße. Da ist zu. Da könnt... Da kommt auch direkt einer. Lauf! Hallo? Lad nach, lad nach! Oh mein Gott. Die halten also ganz schön viel aus, wie man sieht. Okay. Ich wollte eigentlich schießen und vorbeilaufen, aber ich bin jetzt gerade so ein bisschen... Moment, können wir hier noch kombinieren? Nee, da können wir nicht kombinieren. Also, wir müssen jetzt noch darum. Da werden wahrscheinlich etliche Löcher noch sein. Ich hoffe, dass da jetzt nicht noch ein zweites rauskommt. Oh, fuck. Geh hoch, geh hoch. Ah! So, jetzt muss ich nur mal eben... Ach, da war ich noch gar nicht, oder? Hä? Ah, nee, doch, hier war ich schon. Aber ich kann mich an die Tür ja gar nicht erinnern. Aber das ist wahrscheinlich dann...
Ja, die Tür, die dann aufgeht, wenn man hier hinkommt. Da bin ich jetzt gar nicht zum Speicherraum gelaufen. Scheiße. Ich wollte aber eigentlich zum Speicherraum die Sachen loswerden. Das ist jetzt natürlich Mist. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der jetzt hier in der Nähe war. Ach so, ich bin da runtergerutscht. Ich komme gar nicht mehr zu dem Speicherraum zurück. Das ist natürlich jetzt doppelter Mist. Okay, puh. Okay, dann kombinieren wir das mal eben. Nee, ich will das nicht kombinieren, ich will das benutzen. Wie mache ich denn hier für Quatsch? Wir haben auch wieder zwei Plätze frei, das ist schon mal gut. Ist hier noch irgendwas? Ah, ich traue dem Braten nicht so recht. Oh, ich weiß schon warum. Ich weiß warum. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Also können die eigentlich nie anzeigen, wo man ist. So, links ist eine Tür, die verschlossen ist. Rechts müssen wir wohl rein. Kann der jetzt hier hoch? Nein! Ist das euer Ernst? Ist das euer fucking Ernst? Bin ich aufgeladen? Ja. Da können wir jetzt theoretisch runter, aber ich glaube, was ist denn das hier überhaupt? Gürteltasche. Ach, müssen wir da runter die Batterie holen? Und dann wieder nach hier? Kann das sein? Da ist eine Treppe gewesen, Moment. Ach so, da kommen wir aber nicht runter, oder wie? Das war. War das nicht eine verschlossene Tür? Ja, jetzt sind wir nämlich wieder hier. Die Frage ist jetzt nur. Ob hier was kommt. Moment, hier sind wir. Das ist der Anfangsbereich. Ich bin jetzt gerade ein bisschen orientierungslos, wenn ich jetzt ehrlich bin. Wieso kommen wir jetzt hier wieder in den Anfangsbereich rein? Sag mir jetzt nur bitte nicht, dass Nemesis hier gleich wieder kommt. Okay, wir haben uns jetzt extra hier... Ach, hier ist die Batterie. Oh. Nee. Hä? Das ist noch eine Tür, wofür ich die Batterie brauche. Ist das denn... Das ist eine weiße Tür. Wo habe ich denn die Batterie jetzt eben reingemacht? Muss ich da jetzt ernsthaft den ganzen Weg nochmal zurück? Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich die scheiß Batterie reingetan habe. Oh mein Gott, wollt ihr mich verarschen? Ich habe auch nicht mehr so viele Schuss jetzt.
Oh mein Gott. Das Problem ist, wenn ich jetzt die Batterie, das dürfte, glaube ich, hier oder so gewesen sein, wenn ich die Batterie jetzt rausnehme, dann komme ich ja nicht mehr durch die Tür durch. Die andere Tür ist aber noch nicht auf. Habe ich hier irgendwas übersehen? Muss ich hier vielleicht irgendwas machen, um die Tür aufzukriegen vorher? Hier brauche ich die Batterie für, das ist klar. Da kann ich nichts machen. Hier hoffe ich, dass das Viech nicht nochmal kommt. Ach so, okay. Ah, ich bin so blöd. Okay. Ich hoffe jetzt nur, dass jetzt, dass das Viech jetzt nicht kommt. Haben wir jetzt noch genug Platz? Ja, okay. So. Okay, perfekt. Dann tun wir die jetzt hier rein. Das sieht mir nicht aus. Da. Eine Gürteltasche. Wir haben etwas mehr Platz. Perfekt. Das sieht mir nicht aus, als ob hier ein Zombie drin ist. Das wollte ich eigentlich gesagt haben. Sprengstoff A. Sehr schön. Sollten wir, glaube ich, zwei mischen, damit wir Granaten bekommen, ne? Habe ich hier gerade jemanden schwer atmen hören? Ich hoffe doch nicht. Okay, das war's hier anscheinend schon. So, dann haben wir jetzt drei Plätze. Baby, so langsam geht's voran. Die dürfen wir nicht. Ah, ja, stimmt, die dürfen wir nicht vergessen. Also wir haben nur einen Platz. So. Ich traue denen aber auch zu, dass hier gleich noch irgendwas rumgesprungen kommt, wenn ich hier den Akku in der Hand habe. So, unten war noch eine Tür. Wo ich gerade nicht mehr weiß, wo die war. Ach, hier, genau. Die guckte mal so nach oben. Das gefällt mir so gar nicht. Das sind schon wieder so Treppen. Wie bei dem ersten Viech. Eieiei. Gar nicht gut. Carlos, kannst du mich jetzt hören? Tja, Gott sei Dank. Bitte nicht Alles in wieder. Ordnung? Ja, ich lebe noch. Bin ihn los. Super, die U-Bahn ist bereit. Wir hauen ab, sobald du zurück bist. So, ich will eigentlich wissen, wo ich hinlaufe, falls Nemesis dann doch kommt, weil immer wenn sie sagt, sie ist ihn los, dann ist sie nämlich nicht los. Aber ich habe keine Ahnung. Gefällt mir alles so gar nicht hier. Oh, ich wusste es. Scheiße. Fuck. Oh, muss ich hier rum? Mach zu! Oh, sag mir bitte, dass der jetzt hier nicht Er kann reinkommt. Waffen benutzen.
Oh fuck. Oh fuck. Ich kann hier gar nicht rum. Ah! Schnell! Mach schon! Lauf! Scheiße, Sackgasse? Keine Sackgasse? Ah! Du sollst laufen, nicht gucken! Mach hinne! Das war so klar. Oh, fuck. Fuck, fuck. Spring drüber. Mach irgendwas, Jill. Hau ab. Oh, scheiße, 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 scheiße. Und ich habe so gar nichts mitgenommen. Lauf! Oh. Also mich irritiert jetzt gerade, dass er jetzt nicht hochgekommen ist. Da hier aber ein Speicherpunkt ist, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass wir jetzt gleich gegen Nemesis kämpfen müssen. Ich weiß nicht, ob wir kämpfen müssen oder nur abhauen müssen. Also ich weiß von früher, dass man eigentlich abhauen muss, ausweichen muss. Aber ich weiß nicht, ob das nur beim finalen Endkampf gilt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir kombinieren das jetzt. Ich weiß nicht, ob wir noch was kriegen. Das sind jetzt Explosive, okay. Die nehmen wir mal einfach mit. Die Brand... Ach, wir haben gar keinen... Wir haben ja gar keinen Granatwerfer. Wenn ich jetzt wüsste, dass wir jetzt einen bekommen... Scheiße. Hä? Bin ich jetzt auf Kombinieren gegangen? Ach so, nee, falsche Taste. Schießpulver, ja gut, das bringt uns jetzt nicht viel. Das können wir jetzt erstmal verstauen. Ich befürchte aber, dass wir ein paar Heilkräuter mit rausnehmen sollten. Okay. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht gegen ihn kämpfen müssen, aber ich weiß es halt nicht. Und das macht mir jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Wir lesen noch ganz schnell das Blatt Abrissverzögerungsankündigung. Aufgrund der anhaltenden öffentlichen Unruhen haben wir uns entschieden, den Abriss des Barnaby Office Buildings zu verzögern. Aus Sicherheitsgründen würden alle elektronischen Geräte inklusive der Generatoren zum Dach transferiert. Oh, jetzt aber gut aufpassen. Der Zugang zum Gelände ist bis zum Abklingen der aktuellen Unruhen verboten. Alle Mitarbeiter sind angewiesen, zu Hause zu bleiben, wegen Corona, und auf weitere Anweisungen zu warten. Okay, also die Generatoren sind auf dem Dach, aber bringt mir das irgendwas? Nee. Oder sind das diese Dinger, wodurch die eigentlich geschockt werden? Das kann natürlich auch sein. Oh mein Gott. Okay, ich werde jetzt erstmal hier speichern.